Stundenlanges Warten in der Notaufnahme. Patienten mit schweren Erkrankungen, die eine gefühlte Ewigkeit nicht behandelt werden. Erneut sind Notaufnahmen in der Kritik. Zu wenig Personal, zu viele Patienten. Ein Dauerbrenner. Was läuft schief? Was müsste sich ändern? Dazu jetzt die sehr persönliche Sicht eines Notarztes. Mit der richtigen Ersteinschätzung steht und fällt die Behandlung. Es ist absolut essentiell, dass der Patient richtig eingeschätzt wird, denn in dem Augenblick entscheidet sich, ob eventuell lebensbedrohliche Erkrankungen übersehen werden. Die Patienten können ja nicht der Reihenfolge nach, in der sie zeitlich eintreffen, behandelt werden, sondern sie müssen behandelt werden in der Reihe der Dringlichkeit ihrer Erkrankung. Und das ist die große Herausforderung. Notaufnahmen werden tatsächlich immer mehr und auch zu überflüssigen Zwecken, ehrlich gesagt, von Patienten frequentiert. Und da muss die Notaufnahme die Kontrolle darüber behalten, dass die gefährlich erkrankten Patienten zuerst behandelt werden. Falschbehandlung in Notaufnahmen oder unterlassene Behandlung in Notaufnahmen hängt eigentlich in 9 von 10 Fällen erfahrungsgemäß die gleiche Ursache. Da ist das Personal überlastet. Und Notaufnahmen sind personal in der Regel so ausgestattet, dass sie wirklich an der untersten Grenze des Machbaren fahren, dass ärztliches und pflegerisches Personal auf einem Minimum gehalten wird. Und dann kommt es schnell vor, dass ein einzelner Arzt in 24 Stunden über 100 Patienten selbst sehen muss. Das ist ganz gar keine Ausnahmesituation, sondern das ist wirklich regelhaft der Fall. Was passieren müsste, weiß eigentlich jeder in der Gesundheitspolitik und in der Gesundheitsindustrie. Es braucht mehr Personal, insbesondere deutlich mehr pflegerisches Personal. Es bräuchte klare gesetzliche Vorgaben, die im Übrigen auch kontrolliert werden müssen und die den Kliniken bei Unterlassung auch schmerzhaften Schaden zufügen müssen, darüber, wie viel Personal pro Patient im Durchschnitt vorgehalten werden muss. Denn wenn nicht ausreichend pflegerisches und ärztliches Personal da ist, kann nicht vernünftig behandelt werden und dann werden Fehler passieren und dann werden Menschen sterben. Gedanken eines Notarztes über die Situation in den Notaufnahmen. Wir sind eins. ARD.